Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und wir bringen, oh frohe Kunde, es soll einen neuen gesetzlichen Anspruch auf einen ganz bestimmten Sonderurlaub demnächst geben. Das ist noch nicht als Gesetz verabschiedet, aber gerade in der Mache und basiert auf EU-Recht und ist deshalb sowieso mit ziemlicher Sicherheit für demnächst zu erwarten. Frau Kollegin, worum handelt es sich denn? Es handelt sich um den erstmal so bezeichneten, aber nicht ausschließlich darauf bezogenen Vaterschaftsurlaub. Heißt also, der Vater als Nichtgebärender oder aber auch der jeweilige andere Elternteil, wer auch immer das sein mag, hat Anspruch oder soll Anspruch bekommen auf dann bis zu 10 Tage, Arbeitstage Freistellung nach der Geburt. Okay, jetzt, ja. Damit man dann tatsächlich als Familie gleich schön, also der Sinn dahinter ist, dass man als Familie schön zusammenwächst, dass man gegebenenfalls sich die Aufgaben teilen kann, die dann ja plötzlich komplett neu ein, vielleicht auch ein bisschen überwältigen, und damit dann die Mama nicht alleine ist, soll das eben dazu dienen. Okay, lassen wir das an der Stelle so stehen. Aber was ja interessanter ist, ist, dass es eben nicht nur in der Konstellation Mama und Mama, Papa und Papa oder was weiß ich, wer da immer noch irgendwie in diese Situation kommen mag, sondern dass es wohl, so ist diesem Entwurf zu entnehmen, sogar auch alleinstehende, gebärende Personen, um dieses Triggerwort an dieser Stelle mal zu benutzen. Ja, ich freue mich schon wieder auf die sinnlosen Kommentare diesbezüglich, weil, hey, das ist nicht von uns ausgedacht, ne? Also, das bedeutet, auch alleinstehende Personen können irgendwie mit diesem Sonderurlaub irgendwas anstellen. Nämlich was? Sie können ihn weitergeben. Erzähl mal. Sie können ihn quasi weitergeben. Sie können jemanden bestimmen, der Ihnen besonders nahe steht, oder jede x-beliebige Person letztendlich, und sagen, ich hätte gern, dass du die 10 Arbeitstage bei mir bist. Also das bedeutet, dass du den Urlaub hast. Wir machen es mal simpel, wir machen es mal ganz simpel. Eine alleinstehende Erzieherin ist schwanger. So, die ist schon lange im Mutterschutz, die ist im Beschäftigungsverbot, dann ist sie im Mutterschutz, und dann sagt sie zu ihrer besten Freundin, die zufälligerweise auch Erzieherin in einer anderen Kindertagesstätte ist, hey, ich hätte ich gerne die ersten Tage sozusagen um mich herum, damit ich da entsprechende Unterstützung bekomme. Dann soll diese Dame, diese beste Freundin in einer anderen Kita, zu ihrem Träger gehen können und sagen können, hey, ich habe da eine Freundin, die wird demnächst Mama sein, die wird demnächst ihre Geburt haben. Jetzt hast du mich bitte mit diesem Sonderurlaub freizustellen, damit ich die unterstützen kann. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das hast du richtig zusammengefasst. Und dann fallen natürlich auch sofort diverse Probleme auf, die dann dabei hochkommen. Weil erstens, es gibt ja viele verschiedene tausende Arbeitgeber in Deutschland, also soll es dann irgendwo ein Verzeichnis geben, dass für diese eine Geburt schon diese Person diesen sogenannten Vaterschaftsurlaub hat oder nicht? Oder sind dann am Ende 5, 6, 7, 20 Leute in der Wohnung und betreuen die frisch gewordene Mama mit dem neuen Baby? Und vor allem, bevor wir dann zu der eigentlichen Gretchenfrage kommen, nämlich, wer bezahlt das Ganze? Aber vor allem ist ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, so eine Geburt zeitlich nicht eher so optimal zu takten. Da hat der Nachwuchs meistens ganz eigene Vorstellungen, was das so angeht. Und dann, wie muss man sich das vorstellen, dass dann einfach morgens der Anruf kommt, ach übrigens, ich habe jetzt mal, habe ich ja vorher gesagt, meine 10 Urlaubstage am Start. Sonderurlaubstage, die fangen übrigens jetzt an, lieber Träger, liebe Leitung. Ich komme dann heute mal nicht zur Arbeit. Das wäre auch noch so ein Gedanke. Wir wollen es ja nicht kaputt reden, wir wollen ja nicht typisch deutsch nur die Bedenkenträger hier sein, aber wir erlauben uns in unserer Form als Kita-Rechtler
oder vielmehr in dieser Rolle als Kita-Rechtler, auf so ein paar Themen hinzuweisen, die dann garantiert hochkommen werden und über die man sich ja vielleicht schon im Vorfeld ein paar Gedanken machen kann. So, jetzt aber, wir bezahlen den ganzen Spaß. Wenn ich Kita-Träger wäre und mir sagt jemand, ach übrigens, ich bin dann mal weg, ja, weil woanders jemand gerade Mama wird, dann könnte ich mich ja als Kita-Träger schon fragen, muss ich das aus eigener Tasche bezahlen? Die Presse ist dazu noch relativ, wie sagt man, wortlos sozusagen. Also es gibt dazu noch keine wirkliche Auskunft, aber es ist eine bezahlte Freistellung. Also erstmal scheint es so zu sein, dass der Arbeitgeber tatsächlich das zahlen soll. Muss man sich den Gesetzentwurf, wenn er denn mal irgendwann demnächst tatsächlich veröffentlicht wird, angucken, ob das dann tatsächlich so der Fall sein soll. Also es wird wohl, so ist zu lesen, so sein, dass tatsächlich der jeweilige Arbeitgeber, wo die Person sagt, so ich bin dann mal weg, dass dort entsprechend erstmal der Lohn voll weiter zu bezahlen ist, aber dann über das Umlagesystem man sich dieses Geld dann zu einem späteren Zeitpunkt wohl zurückholen könnte. Also der Gesetzentwurf ist in der Mache, ist in der Abstimmung gerade. Er wird in der einen oder anderen Art und Weise ziemlich sicher kommen, weil die EU nun mal gesagt hat, ihr müsst da was machen, liebe Bundesrepublik Deutschland. Wie genau, darüber werden wir hier noch berichten, aber die Tendenz scheint schon mal ziemlich klar zu sein. Tja, in dem Sinne, bleibt gesund, haltet durch und ach, alles weitere Punkt, Punkt, Punkt an dieser Stelle könnt ihr euch denken, wenn es ums Kinderkriegen geht. Bis dahin, tschüss. Tschüss.